Star Wars Gemeinschaft, Star Wars Begeisterte, ich begrüße euch total und recht herzlich zu Star Wars, aber wirklich mal die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das, was ihr da seht, ist 1977 und so könnt ihr es bei YouTube und so weiter sehen. Nur was ihr dort seht, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit in den 70ern war kein Netz, kein Inter und so weiter. Da war man froh, dass man jemanden gefunden hat, der auch das mochte, was man hier vielleicht nicht mag, Star Wars. Gestern war ein Jugendlicher, der aus dem arabischen Raum, ich hatte Star Wars. Sowas kommt auch aus dem arabischen Raum. Die Mutter sagt, bist du ruhig? Dann sag ich, in Ordnung, wenn er das hasst, dann hasst er es. Und warum er es hasst, konnte er mir nicht sagen. Egal. Es gibt immer irgendwo, die hassen, die lieben und den anderen scheißegal. So, es ist immer so. Aber worum es heute geht, ist Star Wars 70er Jahre war nicht so, wie ihr glaubt, es gewesen war oder wäre oder sonst was. Dass Star Wars irgendwann mal around the world gegangen ist, das stimmt. Aber trotzdem war da kein Hype. Es waren nicht Menschen drumherum. Es gab kein Schreien oder sonst was. Wenn überhaupt, war es Darth Vader. Darth Vader wurde hier auch bei ihm gefragt, spring mal rein da ins Kostüm, lauf los. Und dann war es das. Es waren da keine Hypes, es waren auch keine Autogramme und was weiß ich nicht alles. Wir hatten auch gerade mal 3 Fernsehprogramme. Und einige hatten nur schwarz-weiß. Und nicht Farbe. Die 70er Jahre waren anders wie heute im Jahre 2018. 2018 haben wir alles und wir glauben alles. Wir glauben alles, was wir sehen und achten gar nicht mehr darauf, dass es gar nicht stimmen mag, was da gerade abläuft. Besonders punkto Kalten Krieg, den es gar nicht gibt, den hatten wir in den 60er Jahren hatten wir den Kalten Krieg, 1966 hätten wir den Dritten Weltkrieg beinahe gehabt, so sieht's aus. So, heute 2018 haben wir alles Mögliche. Einige fragen sich, sind da wirklich durchgeknallt, Trump und Co., Frau Merkel und Co., das sind Fragen, die stellen wir uns täglich, aber wir bleiben bei Star Wars. Also Star Wars gab es als Fernsehsendung, tierischer Flop. Alles um Star Wars herum war nicht der Brüller, der Knaller. Das müssen wir mal einfach klarstellen. Auch 1999 nicht die ersten 3. Nein. 4, 5 und 6 haben einen Hype angefächelt. Noch nicht mal zum Feuer, sondern gefächelt. Weil die Kommunikation ja noch gar nicht da war. 79, 83 und so weiter. Auch 99. Da kam es ja erst. Da kam der Durchbruch. Weißt du, 95 war es vorbereitet worden nach der CeBIT, dass wir uns online austauschen. Dass da Firmen kamen, die dann gekauft haben, was andere sich ausgedacht und somit haben wir es ja heute. Und wenn jetzt Facebook anfängt, da bezahlen, also darum geht es ja. Also wenn Herr Zuckerberg da sitzt und er wird da, ne, genauso wie bei Star Wars, Disney und so, die wollen Geld verdienen, Punkt. Die Soziale geht flöten. Und wenn Bayern da mit seiner Polizei auch solche Sachen macht, ist ja in Bayern auch nichts Soziales mehr. Das ist ja schon eingesperrt, nur weil er vor der Kamera die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkündet hast. So, wenn wir die Stasi 2.0, wenn wir die DDR 2.0 unbedingt haben wollen, müssen wir es auch akzeptieren, dass die dann ausgeführt wird. Und in der Ausführung, das genauso stattfindet, vielleicht sogar gruseliger wie im Original. 2.0 ist meistens gruseliger wie der Ursprung. Ob bei der Stasi oder bei der Regierung, bei der Macht oder in Bayern, ja, oder hier bei Star Wars. Star Wars 2.0 müsste es an sich heißen, die Macht ist erwacht unter Disney. Weil unter Lucas ist es weg, auch wenn Lucas, Frau Kennedy, Catherine, das macht, was sie macht. Und auch sagt, dass das weiblich wird. Dass sie für die weibliche Seite ist. Ja, so. Wer sich wirklich mit der Materie befasst, nicht als Geschichte, sondern als Verkauf, als Firma, also wer sich in die Firma einbeamt und da reinschaut, was machen die, was wollen die machen? So, wir haben demnächst ganz viele Regisseure. Wenn die Regisseure machen, was sie wollen, dann ist doch Star Wars nicht mehr das, was Star Wars war. So, Star Wars war kein Mythos. Nö, war kein Mythos. Punkt, fertig, aus, weil wir waren gar nicht so vor. Erzählt mir nicht sowas. In einigen Städten vielleicht, in einigen Dörfern vielleicht, aber hier weit und breit, nein. Hier weit und breit, nein, war das ein normaler Film, wo man reinging und wieder raus und dann war es das. Der erste
Wie gesagt, Krieg der Sterne, 4 total sozusagen, also Episode 4. Da waren wir noch verbunden durch Zufall im Kino, wow, wow, wow. Und dann kam das, durch Zufall. Und durch diesen Zufall hing man auch jahrelang zusammen. 4, 5 und 6 hat man dann erlebt. Und dann kam ja die Ruhe und dann kam 99 und dann kam ja die Fantasie mit den Klonkriegen und so weiter. Da war richtig was los, da traf man sich noch, da unterhielt man sich noch und so weiter und so fort. Aber seit 1999 online und besonders jetzt 2018 online mit Facebook-Gruppen, mit YouTube-Gruppen, ja, bei YouTube tauschen wir uns ja kaum richtig aus. Das haben wir bei 7Load gemacht. Das soziale Netzwerk war bei undu.de Community. So, unsere Videos waren bei Clipfish, bei 7Load, Kevego, Dailymotion, MyVideo und wie die alle geheißen haben. So, heute muss man bezahlen für gute Clips. Gut, ne? Wo man auch versucht, ein bisschen Geld mitzumachen, muss man bezahlen. Man muss für alles bezahlen. So, bei YouTube ist es jetzt genauso. Das sind alles Robots, das sind alles Bugs, das stimmt vorne und hinten nicht. 2, 3, 4 wahre Zuschauer hat jeder. Also 1 bis 3 Zuschauer hat jeder, wahr und echt. Und alles andere da, Millionen, Milliarden, das sind gekaufte Pots, die da eingesetzt werden und jeder glaubt das. Ich bin froh, dass das bei mir nicht so ist. Ich bin froh, dass ich wirklich 63 schon seit Jahren habe. Von 6,8 Millionen Zuschauern, die wir bei Ultra HD Web TV bzw. UPROM TV, Du bist TV, über Astra 98,2 Grad hatten. So, viele Kollegen und Kolleginnen, wie der Alex zum Beispiel von 7Load, ist jetzt hier beruflich unterwegs und macht da seine Videos. Ich mache meine Standardvideos, weil Beruf bedeutet viel Geld in die Hand nehmen und ausgeben für nichts. Und in der heutigen Zeit geht sowas nicht. In der heutigen Zeit kann man kein Geld ausgeben für nichts. Geht nicht. Auch bei Star Wars nicht. Dass die jetzt mit Stories kommen, wie Han Solo, Rogue One und so weiter und dann vielleicht auch Obi-Wan Kenobi, so Zwischensachen und dass nach Episode 9 100% Star Wars verändert wird durch andere Schauspieler, durch andere Sachen, wenn schon Obrigkeiten von Star Wars sagen, wenn das so weitergeht, dann hat das mit Star Wars nichts mehr zu tun, weil jede Regie, die da genommen wird, Game of Thrones Regie zum Beispiel, machen sicherlich ganz andere Star Wars, wie, keine Ahnung, wie die alle geheißen haben, die sind ja auch schon alle weg, brauchen wir ja gar nicht in den Mund nehmen. Ja, Ben Johnson da macht jetzt nach 9 drei andere, ja, er sagt aber nicht was. Er hat da einen guten Schreiber, einen guten Dramaturgisten, der da irgendwelche Storys ins Leben rufen wird, die er dann irgendwie nach seiner Verfassung machen wird. So. Die Hardcore-Fans, die tun mir natürlich leid, die sind am Brüllen, ist klar. Dann die Fans, Star Wars hasse ich wie die Pest, okay, brauchen sie ja nicht gucken, sie brauchen auch den Videoclip nicht gucken. So, wir, beziehungsweise ich, mache für Cosplayer meines Alters, ich mache die Sendung für meines Alters und so weiter und so fort. So, die Jugendlichen machen doch ihre eigenen Sachen, das freut mich sogar, dass sie solche Sachen machen können. Ja, aber wie gesagt, dahinter stecken Firmen, die das dann, ihr müsst euch die Sendung anschauen, wie die Sendung aufgebaut ist, wie die Sendung funktioniert, was da so reingeschoben wird in das Ganze, dann wisst ihr, wer an sich da der Leiter der Sendung ist. So, meiner einer macht alles alleine, denkt sich das aus, bearbeitet es, sendet es, stellt es her, alleine, 100% alleine. So, und somit müssen wir davon ausgehen, dass das hier die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit ist. Und deswegen wurde jetzt auch mal über diese Sendung da 1977, ja, was man da so bei YouTube jetzt sehen kann, hat es aber nicht so gegeben natürlich. In Amerika ist immer was, aber an diesem Kino war das. Und nicht an allen Kinos war das. So wie bei uns, wir haben die Lichtburg hier in dieser Stadt. Noch nicht einmal das Glück auf Kino von 1927 passiert war es. Man hört nichts, man sieht nichts. Ja? Auch unsere ganzen Theater um uns herum. Man hört nichts, man sieht nichts, man weiß nichts. Ja? Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn man dann online geht, oh, da muss ja was los sein. Oh, da ist ja was da. Oh, wenn das doch gesendet wird, dann muss das ja stimmen. Nee, muss nicht. Aber egal.
So, wie gesagt, Krieg der Sterne war unser. Und Star Wars heute ist heute. Und ich muss sagen, deswegen mache ich diese Sendung. Ich liebe mittlerweile Star Wars, aber die neuen Sendungen. Also seit 2015 mag ich es. Und ich mag ja auch dieses neue Online. Ja, ich mag ja auch das neue YouTube. Ich mag ja auch das neue Facebook noch. Bis sich das ändert, bis ich da bezahlen soll. Ich kann nicht nur bezahlen. Ich kann also nicht nur bezahlen, das geht nicht. So, wenn ich nur noch bezahlen muss, dann macht das Leben auf eine Art keinen Spaß, weil wenn ich für Spaß Geld bezahlen muss, wenn ich für diesen Videoclip Geld bezahlen muss, wenn ich für meine eigenen Sachen Geld bezahlen soll, weil ein Herr Zuckerberg mir verspricht, dass diese Sendung jetzt 25, 75, 110.000 Leute zugeschaltet werden. Ja, ich bin also froh, wenn 3, 4, 5 sich das anschauen. Dann weiß ich, dass diese 3, 4 und 5 richtig Lust hatten, mir zuzuhören, Lust hatten, sich das anzuschauen. Die waren noch nicht, dass die Wahrheit. Macht mir also mehr Spaß und hat auch mehr Sinn, auch mehr Nährwert, wenn das so ist, als wenn ich jetzt jemanden engagiere, der mir jetzt 1,5 Millionen Bucks da rein donnert und behauptet, es hätten 1,5 Millionen gesehen. Dafür muss ich bezahlen. So, das mache ich nicht. Und weil ich das nicht mache, ich bezahle also keinen Roboter, ich bezahle also keinen, der für mich hier angeblich 25.000 Zuschauer da generiert. Sowas mache ich nicht. Ich möchte 1 bis 4 Zuschauer haben, die wirklich Lust und Laune. Und wenn bei diesen 1, 4 oder 10 Zuschauern einer dabei ist, der mitmacht, habe ich es geschafft. In dem Moment habe ich es geschafft, wenn diese Person kontinuierlich diesen Platz hier besetzt und mit mir so eine Sendung macht. Aber bis dahin ziehe ich es einsam, so wie ich bin, durch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr erscheint. Wie ihr seht, habe ich heute mal ein bisschen mehr Luft, ein bisschen weniger zu tun, aber ich habe an sich eine Menge zu tun, aber ich habe mir die Zeit genommen, um mit euch darüber zu sprechen. Star Wars, wie gesagt, ist heute, mag sein, irgendwie unter den absolut Verrückten, da sind fast 30.000 hier bei den normal Begeisterten, unter meiner Regie sind halt 1.000. So, das mal dazu. Wir sind nicht verrückt, wir haben unser Alter, wir wollen uns sachlich darüber unterhalten, warum oder warum er nicht uns gefallen hat. Aber mir persönlich wird jetzt schon Han Solo gefallen, das sage ich euch jetzt schon. Also Han Solo wird mir jetzt schon gefallen, das muss ich einfach hier mal öffentlich sagen, heute am 12.04.2018. Es sind noch knapp 4 Wochen, dann kann ich endlich da rein. Es sind noch knapp 14 Tage, dass ich endlich E8 in der Hand habe, dass ich endlich mit E8 zu Hause auf meiner Leinwand, in meinem Heimkino unter 7.1 sehen und es hören kann. Also, das ist eben so. Ne? Und das ist eben so. Das machen wir, das bringen wir und schauen wir mal, was da so kommt. Also jetzt muss ich einfach mal, ich muss das einfach mal sagen, weißt du, 77 hatten wir, wie gesagt, schwarz-weiß und drei Programme. Drei Programme, mehr hatten wir nicht. Und wir waren wirklich, wir mussten graben, wir mussten fragen, wir mussten Glück haben, dass überhaupt einer wusste, was das ist. Die Kinos waren nicht so voll, wie ihr glaubt. Ja, es war so. Es war so. Wollte ich mal gesagt haben, also 1977, Krieg der Sterne, war nicht so ein Hype oder so eine Kunstblase wie heute, 2018. Also, es hat wieder gepiept, ich muss arbeiten. Es passt auch zu dem Beitrag 77-99, also Star Wars ab 77 bis 99, weil da noch kein Internet oder Zugang zum World Wide Web und so weiter. Wenn wir 77 bis 99 immer unter einem sogenannten Spoiler-Warn gelebt hätten, keine Informationen und, dann wüsste heute keiner, dass es Star Wars gibt. Also zu der Zeit 77 aufwärts war man froh, gelesen, gehört, zusammen und so weiter. Das hat richtig Spaß gemacht. Heute die sogenannte Spoiler-Manie. Warum? Richtig. Heute werden Informationen verkauft. Und wenn meiner einer über den Falken spricht, dass vorne ein Landungs...
ne, aus Sicherheitsgründen, ne, also der Han Solo heute, Falke, sieht anders aus, weil dort ein Shuttle ist, das irgendwann mal ab und seitdem fliegt er ohne Shuttle. So, das ist jetzt in dem Fall ein Spoiler, weil viel zu früh, ne, und so. Quatsch, das ist eine Information, die stimmt. Es ist ein Shuttle. Han Solo fliegt mit seinen Gewonnenen und mit Chewbacca, der 190 Jahre alt, ein neuer Freund, eine neue Freundschaft, fliegt er mit diesem Falken, mit Chewie und diesem Shuttle, was dieser Shuttle nachher irgendwie abhanden gekommen ist, werden wir ja noch im Film sehen, wieso das abhanden gekommen. Und dann sieht plötzlich der Falke immer noch neu aus, er fliegt dann halt ohne diesen Shuttle und dann muss natürlich durch die ganzen Angriffe, die da stattfinden, mit der Zeit, er ist nun mal ein Outlaw, na, ein Schmuggler, ein Outlaw, wird festgenommen und was weiß ich nicht alles. Und dann wird natürlich der Falke total umgebaut mit Zusätzen, die halt Chewbacca, ist nun mal ein anderer, ist nun mal kein Mensch auf die Art, sondern in seiner Version das dann halt zusammenbaut. Deswegen sah der Falke dann plötzlich anders aus. Aber Chewie hat es gemacht, Chewie hat es fertig gemacht, so wie er es konnte, hat auch die Parabolantenne anders umgebracht oder angebracht, weil die ja hochkant, querk und ist halt so. Kanon ist auch, also hier waren noch ein Kanon, 4, 5 und 6. Da hat man sich an die Storys gehalten und auch die Storys weitergegeben. Aber das ist jetzt vorbei. Es gibt keinen Kanon mehr. Es wird über die Regie geschimpft, die vielleicht was ganz anderes daraus machen könnte. Und all solche Sachen. Um das mal gesagt zu haben, also 77 bis 99 waren wir froh, wenn wir sowas gehabt hätten, wenn uns jemand gesagt hätte, ey, das ist Star Wars. Oder wenn wir diese neuartigen Maschinen gehabt hätten, die ihr dauernd hier hört, wie Smartphone und so weiter und so fort. Ey, hatten wir nicht. Wir waren froh, jemanden zu finden, der eine VHS-Kassette hatte, die wir uns dann persönlich anschauen konnten, dann darüber philosophieren und so weiter und so fort. So. Und dann auch Figuren oder 16 mm oder Super 8, Normal 8, je nachdem, aus, ja, zu dem Zeitpunkt war schon Super 8, nicht mehr Normal 8. So, aber 16 mm konnte man kaufen oder man hatte richtig Geld und konnte sich so einen richtigen Film 72 mm besorgen. Aber das war Utopie, auch 1977 war das Utopie. So, ich hoffe, die Informationen kamen rüber. Ich muss mal wieder an die Schalmei.